bin auch in Berlin groß geworden und aufgewachsen. Mhm. Koro-Drogerie. Also durch und durch Bulette. Das könnte ein Knüller werden. Weiß ich nicht, ich bin kein Diktator oder sowas. wenn DM fällt, fallen sie alle. Der ist dann K.O. gegangen, ja. Typisch griechisch. Ja. Jurtegespräche. Begegnungen unterm Filzdach. Ja, jetzt läuft's auch schon. Also, ja, ich habe schon angemacht, Matthias. Wir haben einen spannenden Gast heute, glaube ich. Konstantinos Kallios ist da. Costa, du wirst Costa genannt, ne? Ja, vielen Dank, Jungs, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Soll ich dir mal erzählen, wie ich auf dich gekommen bin? Ja, gerne. Ich höre außer unserem eigenen Podcast eigentlich nur zwei andere Podcasts regelmäßig. Okay. Gefühlte Fakten und Fußball MML. Okay. Und beide Podcasts machen Werbung regelmäßig für euch, nämlich für die Koro-Drogerie. Ja. Fand ich vom Konzept total spannend und dann habe ich irgendwann mal geguckt, ich kannte das tatsächlich nicht, Koro-Drogerie, habe dann mal gegoogelt, war völlig begeistert und dann habe ich gesehen, Mensch, der Gründer ist auch noch Grieche. Perfekt. Und da wir ja keine Werbung machen bei uns, habe ich gedacht, dann können wir ja dich mal einfach einladen und mit dir ein bisschen plaudern. Das war die Idee. Ja, sehr gerne. So sind wir auf dich gekommen. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, wir haben zu danken, glaube ich. Ja, sehr schön. Du wohnst in Berlin, ne? Ich komme aus Berlin, also ich bin auch in Berlin groß geworden und aufgewachsen. Mhm. Also durch und durch Bulette. Ja. Nicht Bifteki? Nee, oh ja. Ja, griechisches, deutsches Bifteki, genau. Ja, wie bist du auf die Idee mit der Koro-Drogerie gekommen? Das ist, glaube ich, ganz interessant. Was ist das? Ist das der Name oder ist das ein bestimmtes Konzept? Nee, also das ist tatsächlich teilweise der Name. Also Koro, also Ko steht für Costa tatsächlich. Ah, okay. Und Ro steht für Robert. So ist das mal entstanden, also Koro, so die Initialen. Also der Robert war mein damaliger Mitgründer. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Also ich habe damals, ich habe lange Jura studiert, in Potsdam lustigerweise. Ach, ich habe Abi gemacht in Berlin, bin dann nach Potsdam, habe Jura studiert und dann war mein Weg, ich wollte immer Richter werden. Ich weiß auch nicht warum, in meinem damaligen Verständnis. Ich wollte das auch immer, das ist witzig. Ach, sehr lustig, guck mal. Als ich 6, 7 Jahre alt war, hat meine Mutter mich mal irgendwie so aus Spaß gefragt, was willst du mal werden? Ja. Und dann habe ich wohl so als kleiner Junge schon immer gesagt, ich werde Richter oder Bundeskanzler. Na wunderbar. Ja, cool. Den Bundeskanzler kannst du ja noch werden. Kann ich gerade sagen. Ah, ja, nee, jetzt will ich nicht mehr. Gerade jetzt, oder? Ja. Oder Kanzlerin, je nachdem. Ja, so sieht der aus. Lustig. Ja, aber nur, wenn du dann Richter wirst. Ja, die kann ich auch noch werden, ne? Ja. Theoretisch. Ja. Nee, tatsächlich, ja, ich wollte mal Richter werden und es war halt, ich weiß nicht, in meinem damaligen Verständnis war das so, für mich waren die Richter immer ungerecht, ich weiß auch nicht warum und ich wollte ein gerechter Richter sein, was das auch immer heißt, ne, weiß man ja wieder nicht. Ja. Und dann irgendwann kam so ein Moment in meinem Leben, dachte ich mir, ich weiß nicht, könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt auf meiner Veranda zu sitzen in 30 Jahren und dann zu sagen, ich sitze jetzt hier und finde jetzt recht, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen surreal, und dachte ich mir, was ist das Leben dann zu Ende, keine Ahnung, ja. Und dann habe ich ein Buch gelesen, zusammen mit dem Robert, kennt ihr vielleicht, das heißt Kopfschlag Kapital. Nee. Das hat ein Professor geschrieben, der war damals Professor an der FU Berlin, Professor Günter Faltin. Also sehr, sehr zu empfehlen, Kopfschlag Kapital. Und da wird so ein alternativer Ansatz beschrieben im Unternehmertum. Ja, also der Professor beschreibt halt im Buch, dass man quasi jetzt nicht diesen klassischen Weg gehen soll, dass man nicht sagen soll, ich habe jetzt hier Abteilung A, Abteilung B, Abteilung C und so weiter. Sondern die Idee ist, dass man eben sagt, ich gründe eben aus Komponenten. Das heißt, ich sage eben, okay, ich suche mir halt für alles, was ich im Unternehmen brauche, einen Dienstleister. Ich suche mir einen Logistiker, ich suche mir einen Buchhalter. Ne? Ich suche mir quasi für alles, was es so gibt. Ne? Menschen, die das besser können als ich, so die Theorie. Und dadurch halte ich halt meine Fixkosten gering. Ja, also habe quasi nur eine gewisse Auftragsproduktion. Und kann leicht einen Einstieg finden. Und dann brauche ich noch die passenden Produkte. Und die Idee war eben, dann Produkte nicht klein zu machen, sondern wie macht es am meisten Sinn, ja eben ökologisch nachhaltig, dann eben Großpackungen.
Und dann natürlich möglichst von der Quelle, also eben kein Zwischenhandel, kein irgendwie Großhändler. Es gibt ja mittlerweile eine Riesenkette, ne, eine Riesenlieferantenkette, ja. Da fängt ihr beim Bauern, dann hast du einen Exporteur, einen Agenten, dazwischen noch einen Importeur, einen Großhändler und sowas alles. Und das sollte alles weg oder muss alles weg. Und das fand ich super spannend und dachte mir, hey, das ist doch so ein super Ansatz, gerade weil er das auch aktiv umgesetzt hat als Projekt. Er hat nämlich ein Unternehmen gegründet, das heißt Tee-Kampagne, gibt's heute noch. Ah ja, ja, okay. Die ja, importieren... Hab ich auch schon mal gehört, ja. Ne? Das ist ein Bekannter eigentlich. Die gibt's auch schon 20 Jahre. Ja. Die importieren eigentlich Darjeeling-Tee im großen Stil. Mhm. Genau, das fand ich super spannend. Hab ihn angeschrieben, damals mit dem Robert zusammen. Wir waren Feuer und Flamme für dieses Konzept. Und haben mal festgestellt, das ist halt... Ich sag mal, sehr, sehr wissenschaftlich, sehr, sehr dogmatisch. Also der hat dann auch wirklich gesagt, man darf halt keine Transaktionskosten verursachen wie PayPal und sowas alles. Das war dem schon zu teuer. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, das Konzept ist eigentlich so spannend, das ist sehr traurig, wenn wir das nicht irgendwie massentauglich machen, weil du musst ja nicht auf solche Sachen verzichten. Du kannst ja auch sagen, da mache ich eben solche Kosten, aber versuch's trotzdem irgendwie optimiert zu machen. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal durch den Supermarkt und schauen einfach mal, was gibt's eigentlich alles, ja? Und dann war tatsächlich die erste Idee, das nach Griechenland zu bringen. Warum auch immer. Recht. Tatsächlich schon, ja, weil wir damals die ganzen, ich meine, ihr kennt's ja auch, also alles ist irgendwie dort relativ teuer, was so Lebenshaltungskosten und so gewisse Lebensmittel sind teuer. Und haben uns dann, weiß ich nicht, einen Unternehmensberater gesucht, alles so, alle Möglichkeiten ausgelotet. Und dann irgendwann kam die Erkenntnis, hey, warum machen wir es nicht einfach in Deutschland? So, totaler Schwachsinn. Ja, Griechenland irgendwann mal und so, aber genau, und so fing das an. Und dann haben wir quasi ein bisschen geschaut, haben im Drogeriesegment geschaut, weil wir haben alle möglichen Leute kontaktiert, wir hatten so einen Textbaustein, haben irgendwie allen geschrieben, hey, das ist die Idee, das ist das Konzept, was kannst du für uns tun? Und dann haben sich Menschen gemeldet aus dem Raum Köln, weil dort sitzen lustigerweise die Dalli-Werke, das ist der größte Produzent von so Spülmaschinen-Tabs für so Aldi und Lidl und so diese ganzen Eigenmarken, ne, Akuta und so. Und diese Firmen, die haben quasi die Überbestände dieser Dalli-Werke aufgekauft und haben das dann einfach in so 10 Kilo Gebinden gemacht. Mhm. Ne? Und das waren dann so Riesendinger mit 500 Stück, die verbrauchst du in deinem Leben nicht, irgendwie, weiß nicht, Spülmaschine, 500 Stück, mach die mal rein, das ist doch 10 Jahre gefühlt. Ne? Das gleiche mit Waschmittel. Genau, und da war so die quasi das Urkonzept von Koro war dann geboren, das waren so 10 Kilo quasi, so eine Monstergebinde. Ja, super. Haben wir dann gemacht mit so Waschmittel, Reinigungsmittel und so. Ja, haben es dann, ich sag mal, selbst irgendwie aufgebaut. Ich habe dann noch ein bisschen Rücklagen gehabt, der Robert hatte ein bisschen Rücklagen, haben quasi den Warenwert vorfinanziert so. Meine Frau Michelle hat auch mitgemacht und dann haben wir zu dritt quasi das Ding irgendwie hochgezogen. Erstmal irgendwie klassisch über eBay und Amazon irgendwie reingestellt, verkauft. Ich bin da hingefahren, hab die alle irgendwie runterverhandelt und meinte, hey, mach doch mal einen guten Preis. Und dann hieß es so, nee, aber ich nehme doch eine Palette ab und ich ist doch egal, komm, wir machen LKW-Preise und so, ne? Ich? Ein bisschen griechische Mentalität rausgeholt und meinte dann, machst du mal einen guten Preis. Ja, und dann war das so ein bisschen der Einstieg, ne? Und dann ging's los, hat ganz gut funktioniert ein Jahr, bis wir dann festgestellt haben, hoppla, wir werden kopiert, ja, weil. Mhm. Preis natürlich schwierig. Da kommt einer an, der hat mehr Geld als du und dann kauft der günstiger ein. Der kann ja noch besser quatschen vielleicht als ich. Nimmt da nicht 3 LKWs oder 6 LKWs ab. Oder, ne? Ja, und dann hat meine Frau Michelle gesagt, hey, lass uns doch mal irgendwie Rohstoffe probieren, weil sie ernährt sich ja vegetarisch. Und so Datteln und all solche Sachen, die wirklich auch, wo du auch mehr verbrauchst. Ne? Also auch im Lebensmittelbereich. Ja, und dann haben wir da ein bisschen geschaut und haben festgestellt, hey, das könnten wir auch machen. Und haben dann einen Großhändler gefunden in Hamburg, wo wir dann gesagt haben, wir testen das mal. Da hatten wir einen ganz lustigen Shop, den ich quasi noch selbst gebaut habe. Das waren dann so ein bisschen hier so Lebensmittel, hier so Waschmittel, so alles ganz, ganz clean, blau und so. Alles voll auf Drogerie getrimmt und dann kommen diese 20 Trockenfrüchte da irgendwie an. Und auf einmal kommen da so Umsätze, ne? Und dann so, hä? Jetzt löst das eine das andere ab oder was? Ja. Und da war es tatsächlich so, weil wir haben auch angefangen, weiß ich nicht, so YouTubern dann damals auch so Ware zu schicken. Das war alles noch nicht so kommerzialisiert, wie es heute ist. Ne, heute wissen wir irgendwie alle, keine Ahnung, die fahren alle, weiß ich nicht, 10 Autos und wohnen nicht mehr in Deutschland, ja. Damals war das so, hier hast du ein Warenpaket und hier komm, so mach mal. Und das war dann so der Trigger. Und das so in Kombination hat dann echt gut funktioniert. So hat's angefangen. Und dann, waren wir da zu dritt. Haben dann irgendwann Investoren gefunden, um es ein bisschen professioneller zu machen. Hat auch nicht so gut funktioniert, weil,
keine Erfahrung, man kennt sich nicht aus. Also die Verträge, die ich damals unterschrieben habe, würde ich, glaube ich, heute nie wieder unterschreiben. Ja. Also vielleicht hören Sie ja zu und wissen es auch. Sie wissen es auch, aber nee, tatsächlich dann irgendwann wollte der Robert raus. Und dann ja, hatten wir ein bisschen Diskussion und so weiter. Ist der Mann da manchmal so. Und dann habe ich den Piran kennengelernt, meinen jetzigen quasi Kollegen, der auch mit mir die Geschäftsführung macht. Und dann haben wir es dann noch größer gedacht und größer gemacht. Und es ist noch breiter geworden vom Sortiment, dann wird es internationaler. Da findest du Lieferanten und so. Und ja klar, je mehr du an die Quelle gehst, ne, desto mehr Lieferanten findest du auch. Und auch interessante Produkte, muss man sagen. Ne? Auch gerade griechische Produkte sind super interessant. Mhm. Da haben wir auch ein paar Lieferanten jetzt, wo wir ein paar coole Produkte beziehen. Ach siehst du, ich habe dir was mitgebracht. Jetzt, ach nee. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe vor kurzem ein kleines Fava-Kochbuch gemacht. Das erste Fava-Kochbuch der Welt übrigens. Ja Mensch. Gibt es nicht. Habt ihr Fava im Angebot? Nee. Im Sortiment? Nee, noch nicht, aber kann sich ja noch ändern. Kennt ja noch keiner in Deutschland oder kaum jemand. Ja. Aber das ist ja gerade so der Trend hin zu Superfoods und so. Also ja, Fava ist toll. Ja extrem gesund und toll. Ich glaube, das könnte ein Knüller werden. Ja, sieht ja toll aus. Pupo Platterbsen. Toll. Ja. Cool. Und okay. Das ist sozusagen dein Buch, ja? Ja, das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr wollten wir es eigentlich schon machen. Dann kam die Pandemie dazwischen und dann habe ich noch ein bisschen mehr gekocht. Und da sind jetzt dann, wie viel? Ich glaube 25 Rezepte nur mit Fava. Ah ja, ich sehe schon. Bunt gemischt, ja. Toll. Ja, cool. Hammer, richtig gut. Ja, du kannst ja die Erbsen einkaufen, große Menge, und das Buch dazu packen. Ja, ja, warum nicht, ne? Also, oh, sehe ich schon hier, Mese. Ja, schön. Wir haben ja letztes Jahr hier auch schon angebaut, die Erbse, dies Jahr nicht. Das stimmt, genau, wir hatten sogar hier mal Fava lassen, die auch draußen angebaut. Ja, das ist lustig. Ach, cool. Ach, schau mal hier, das sind alle deine Bücher, ne? Ja, das ist ein Freund von mir aus Stuttgart, der macht diese Reihe. Ja. Griechische, und das ist fast alles von einer anderen Griechin, die in Bochum lebt. Ja. Maria Lavzisis Krüger. Okay. Die macht eigentlich diese Kochbuchreihe da und er hatte mich gefragt, ob ich nicht was mit Fava machen möchte, weil ich gerade für mein neues Buch auch relativ viel zu Fava recherchiert hatte und auch ein Kapitel geschrieben habe und vor Ort war und so. Da kam die Idee dann plötzlich, weil es sowas halt nicht gibt. Ne? Ja, absolut. Also. Und wir haben auch letztes Jahr, 2019, vor der Pandemie, hatten wir auch in Berlin das erste Berliner Fava-Festival organisiert. Hui. Wollten wir dann eigentlich letztes Jahr nochmal machen. Jetzt haben wir es verschoben, müssen wir gucken. Also spätestens nächstes Jahr gibt es das zweite. Ja, sehr schön. Sag dann auf jeden Fall Bescheid. Ja, klar. Cool. Und jetzt mache ich mal nebenher einen Wein auf, ne? Ja. Malagusia aus Florina. Ach, toll. Wir trinken ja immer einen Wein dabei, du hast leider Pech. Ja, gönnt heute. Euch, ja, das ist dieses Jahr ist irgendwie besonders durch diese Pandemie-Thematik. Ja. Ist natürlich. Da kriegst du mal einen Termin, dann hast du ihn mal. So, super, hopp. So, Matthias, ich darf? Ja, gerne, danke. Jetzt beginnt ja auch der heiße Sommer. Ich glaube, das ist heute die heißeste Folge hier, ne? Wie viel hatten wir? 35 Grad gerade, als ich herkam? Oh, ich glaube, bei 35 Grad haben wir noch nie aufgenommen. Ja. Wir sind ja dann schon griechische Verhältnisse. Dann ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Viel wärmer wird es bei euch im Norden auch nicht. Ne? Nordgriechenland ist ja doch so ein bisschen gemäßigtes Klima, sagen wir mal. Ne? Aber Im Sommer natürlich auch heiß. Klar, also gerade bei meinen Großeltern ist es immer heiß, logischerweise. Ja. Da musst du auch mal zum Meer fahren. Das ist dann ist nicht weit. Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ja mehrere Stellen, sag ich jetzt mal. Wenn meine Eltern da sind, fahren wir oft nach Asprovalta. Kennt ihr sicherlich ein bisschen mehr vom Namen. So, genau, Asprovalta ist eigentlich ganz schöner Strand. Das ist so von Zelles ungefähr anderthalb, zwei Stunden, so es geht. So je nachdem, wie du durchkommst. Ne, fährst du morgens. Ja, einmal durch Berlin. Ja, genau, ungefähr so. Durch Mitte. Einmal durch Mitte, ja. Einmal durch Mitte. Fancy, ne? Genau. Ja. Cool. Fährst du oft hin nach Griechenland? Ja, tatsächlich, also auf jeden Fall sehr oft. Ich war es war ja so, dass meine. Ja, auf euch damals. Meine Eltern fahren nahezu jedes Jahr. Mhm. Die haben eine Wohnung in Thessaloniki. Das heißt, die fahren pendeln immer ab und an hin und her. Meine Großeltern sind jetzt wieder zurückgezogen nach Griechenland. Die waren quasi
Ja, die sind hierher gekommen, da war mein Vater, war glaube ich, ich weiß gar nicht, 4,5, 5, sowas, sind die hergekommen nach Griechenland, nach Deutschland in den 60er Jahren. Und dann hat mein Vater hat dann mit 18, 19 einen griechischen Imbiss aufgemacht, in Kreuzberg irgendwo. Genau, da hat er noch ein griechisches Restaurant. Dann hatten meine Großen noch einen griechischen Imbiss. So die klassische Bandbreite. So, ne, so typisch griechisch. Genau, da sind die zurück nach Griechenland und ich bin die ersten Jahre mit meiner Oma nach Griechenland gefahren, also sprich die ganzen Sommerferien eigentlich war ich in Griechenland, ne? So Klassiker, man fährt man fährt ja mit dem Auto runter, ne? Die ganze griechische Familie, ja, mit dem Auto alle zusammen. Ja. So 5 Leute in so einem Mini-Auto alle rein. Ja. Ab nach Jugoslawien, also früher, so einfach durch. Und dieses Jahr jetzt natürlich besuche ich die auch jedes Jahr. Letztes Jahr war es ein bisschen schwierig wegen der Pandemie und so, auch wegen hohes Alter und so. Ne, aber ja, jetzt tatsächlich in diesem Jahr wieder. Sehr gut. Tja. Ja, wir fahren jetzt auch in ein paar Tagen. Ich freue mich schon. Den Sommer in Griechenland zu verbringen, ist ja echt das Schönste, finde ich. Ne? Auf jeden Fall. Ich war meinem Herbst da auch durch Empfehlung von Andreas. Ja, ja, das erste Mal auch, aber auch sehr begeistert. Ja, und wo warst du in Griechenland? Wir waren die südlichsten 2 Finger sind wir abgefahren. Peloponnes. Ja. Da unten, ja, schön, genau. Sehr schön. Ja, da waren noch so versteinerte Palmen auch. Und dann haben wir das in der Schiffswrack angeguckt. Dimitri heißt das. Okay. Das war auch spannend, so ganz nah. Also so am Strand eigentlich. Das ist eindrücklich, ja. Cool. Ja, die Peloponnes. Wir sind auch bloß mit Handgepäck, aber hatten Zelt und Schlafsack dabei. Und dann haben wir immer da so... Super. So illegal wie möglich irgendwo übernachtet. Weil da ist ja genug Platz. Ja, und da hat es auch kein mehr gejuckt in die Jahreszeit. Nee. Ja, und wir stellen uns ja auch nicht auf den Marktplatz. Wir sind dann immer ein bisschen so versteckt irgendwo in Strandnähe. Cool. Wir werden jetzt auf dem Weg nach Peloponnes auf Lefkada anhalten. Ja. Zum ersten Mal. Da war ich noch nie. Oh, okay. Da habe ich gesagt, wir kommen dran vorbei. Dann lass uns mal da einen Stopp machen. Schön. Bin gespannt. Ja. Und da gehe ich dann auch zu einer Linsenernte tatsächlich. Oh. Irgendwie über eine Bekannte, die Freunde ihrer Eltern bauen oben auf dem Berg die Linsen an. Und dann habe ich gesagt, das will ich mal sehen, weil die sind jetzt wohl dann gerade mit der Ernte beschäftigt. Oh, da musst du mir unbedingt mal ein Foto schicken. Sowas ist ja super spannend. Ja, finde ich auch. Solche Produkte sind richtig, also es sind so Grundnahrungsmittel, ne? Und dann, dann zu gucken, wo die herkommen. Ja. Natürlich cool. Das finde ich auch immer spannend. Das ist ja in Griechenland so besonders. Ne? Das gibt es ja hier kaum, dass die Leute darauf achten, wo die Dinger herkommen. Ne? Dann bist auf Deutschland Markt ist ja ziemlich primitiv, was Lebensmittel angeht. Ne? Ja, total. Und in Griechenland ringsherum legen die alle viel Mehrwert und geben sogar auch mehr Geld aus für gute Lebensmittel. Definitiv. Hier ist immer nur der Preis entscheidend. Und es ist wirklich so. Also Deutschen sind extrem preissensibel. Merkt man immer wieder. Ja, und in Griechenland gucken die Leute, wo kommt die weiße Bohne her? Ne? Ja. Ich möchte nur für meine Suppe will ich nur die weiße Bohne aus, weiß ich nicht. Ja. Ja, klar. Keine Ahnung, die kleinen weißen Bohnen, wo kommen die besten kleinen weißen Bohnen her? Ich weiß nicht, die großen Gigantes, die sollen dann irgendwie aus Castoria kommen oder so. Und das finde ich total witzig, dass man dann wirklich so nach Gerichten guckt. Ja. Ne? Heute mache ich dies und das, dafür brauche ich die Erbsen aus Florina oder so. Ne? Ja, das ist immer so. Ne? Kommt immer darauf an, wen du fragst, würde ich sagen, oder? Also, ne? Meine Oma schwört dann aufs Nachbarn. Der Boden wahrscheinlich entscheidend. Also der Boden ist ja entscheidend, so beim Anbau. Ja. Und vielleicht merken das welche irgendwie an der Konsistenz, also dann am Geschmack. Ich habe ja für dieses Fava-Kochbuch habe ich natürlich ganz viel Fava gekocht. Irgendwann hatte ich es auch schon fast über, weil ich jede Woche 3-mal Fava gegessen habe oder öfter noch. Und da habe ich wirklich ganz, ganz viele Sorten durchprobiert aus den unterschiedlichsten Regionen. Und man schmeckt wirklich den Unterschied. Also ich habe dann festgestellt, dass, weiß ich nicht, aus die vom Peloponnes so das allgemein total super sind. Dann gibt es irgendwie aus Somoko, die sind besser in Kombination mit Fleisch. Und cool. Die von Santorin sind super mit Fisch und Meeresfrüchten. Das ist echt sehr witzig. Sehr lustig. Ja, es gibt halt viele Variationen, ne? Also die Ecke ist immer sehr entscheidend. Ja, schon cool. Genau. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht in Griechenland? Was isst du am liebsten? Puh, das kommt drauf an, wo ich bin. Also wenn ich bei Oma bin, also meine Oma hat früher immer gemacht gefüllte Paprika. Oh ja, schön. Die habe ich immer die habe ich immer extrem gerne gegessen mit so Kartoffeln. So ein typisches Oma-Gericht, würde ich sagen. Was noch? Ich überlege gerade. Pastizio, Klassiker. Ja. So, aber nur wenn es von Oma kommt. So. Ach so, was ist da drin? Also kümmere ich da gar nicht aus. Also sowas wie Nudelauflauf, kann man glaube ich sagen. Okay. So in diese Richtung mit Hackfleisch. Ha. Ne? Das sind so diese klassischen
Oma-Gerichte. Toll, ja. Das auf jeden Fall. Ansonsten esse ich extrem gerne Fisch. Also wenn wir mit meinen Eltern nach Griechenland fahren, machen wir es immer so. Wir sind da nicht so die, ich weiß nicht, also es gibt ja immer viele, bestellen Gericht und dann jeder hat sein Gericht. Wir sind da gar nicht so. Wenn wir halt essen gehen, wir essen eigentlich nur Vorspeisen. Mhm. Ne, da bestellt man ganz viele kleine Vorspeisen, so ein bisschen Tzatziki, ein bisschen Oktopus, ein bisschen Kalamari, ne, und solche Sachen. Und dann essen alle einfach, ne? Bisschen Feta das und so. Das liebe ich auch. Das und das ist halt immer cool. Das esse ich eigentlich am liebsten. Ja. Ne? Und gerade schön, so ein schöner Reziner, ne? Ja. So, dann bist du am Wasser und dann so, das ist ganz geil. Ja. Da stehe ich schon drauf. Herrlich ist das. Ne? Ja, das ist nicht so schwer auch, ne? Ja, genau. Ne? Gerade wenn es so richtig drückt in der Hitze und so, ist entspannt. Hier in Deutschland haben ja die meisten immer so die Vorstellung, griechisches Essen ist so total fleischlastig. Absolut. Schwer. Das ist überhaupt nicht so, ne? Das ist dann echt immer so. Du hast so viele Gemüsesachen und halt so leichte Fischsachen und so. Das ist einfach herrlich. Ja, das ist lustig, weil meine Frau, die kommt ja aus Berlin. Und für sie war das total so ein bisschen kulinarischer, so ein bisschen Joggies. Nein, als du zuerst nach Griechenland gefahren bist, dachte sie auch so, oh Gott, was ist los? Jetzt essen die hier Fleisch und dann kamen die alle an, ganze Familie, hier kommen hier Fleisch und hier und ne? Und sie als Vegetarier, ja wunderbar, da haben wir mich ja richtig gelandet hier. aber dann, klar, dann entdeckst du natürlich und dann stellst du fest, nee, es gibt ja viele coole Vorspeisen. Auch ja, verrückte Sachen, die du essen kannst. Weinblätter. Oh, das geil. Ist eins meiner Lieblingsdinger, ne? Oh, Weinblätter ist der Hammer. Richtig lecker. Und sowas. Hast du eigentlich Wein angebaut draußen, Matthias? Hast du? Noch nicht, ich wollte schon lange Wein anbauen und dann war es wieder beim Wollen geblieben und dann war es wieder zu spät. Mal schauen, vielleicht im Herbst, vielleicht ist da gut. Hier um die Ecke oder wo? Ne, so ein bisschen auch, weil es auch schöne Blätter mal hat im Herbst und dann da meine kleine Hütte da vorne, die war. Ja. Kann schon was hochwachsen, ja. Dann kann man nämlich die Blätter füllen. Demnächst. Das können wir doch machen, ja. Ja, das cool. Das kann ich ziemlich gut, glaube ich. Echt, ja? Ja. Wow. Also, das hat mir wirklich so direkt im ersten oder zweiten Jahr hat mir das die Mutter von meinem guten Freund Perikles beigebracht, wie man gefüllte Weinblätter macht. Ne? Okay. Schön von Hand gerollt und so. Ja, vielleicht gibt es mal, aber überleben die Pflanzen nicht die Fahrt, wa? Wenn du da so ein Weingut findest, so ein Bio-Weingut. Doch, man kann die ganz gut. Was mit? Man kann die ganz gut, zum Teil sind die dann schon so eingelegt in so einem, in so einem Salzwasser Zeug, kann man ganz gut mitbringen, das geht. Echt? Ja. Und wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer Blätter mitgebracht, die Freunde von mir beim Winzer direkt dann frisch sammeln und die frieren die dann ein. Ach so, du meinst, das ist noch besser. Die ist natürlich geil. Also das ist so richtig gut. Ich meine, du bringst ein Pflänzchen mit. Ein Pflänzchen, ja, kann ich machen. Echt? Genau, ich bringe, ja klar. Ein Bio-Wein-Pflänzchen. Ja, das ist eine gute Idee. Da können das ja wachsen, da können wir jedes Jahr, kannst du schon dann die Blättchen machen. Ja, machen wir. Echt? Mhm. Toll. Cool. Da freue ich mich. Ja, bringt eine Weinrebe mit. Ja. Sehr schön. Übers Flugzeug. Nee, wir fahren jetzt mit dem Auto runter. Ah, und also von Italien mit der Fähre dann? Ja, ich wollte gerade fragen. Ne? Ja. Letztes Jahr sind wir über den Balkan gefahren. Ja, das machen meine Eltern immer. Ja. War cool. Wollten wir dieses Jahr eigentlich auch wieder machen. Jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt mit der Pandemie ist irgendwie ein bisschen unklar. Und dann hast du da irgendwie Ungarn auf dem Weg, die noch sehr lange gesagt haben, wir lassen auch keine Touristen rein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir halt mit der Fähre. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal geschaut, weil wir auch überlegt haben, jetzt irgendwie mit dem Auto zu fahren. Also mein Opa, der ist jetzt 78 und der hat jetzt bald Geburtstag und ich habe ihm jetzt ein Auto gekauft, also einfach als Geburtstagsgeschenk, weil sein altes Auto kaputt war. Das ist so ein oller Rentner-Mercedes, das ist echt ganz cool, der wird sich richtig freuen. Und habe ich überlegt, fahren wir mit dem Auto runter und so, aber bist ja auch ganz schön unterwegs, ne? Das ist ja auch schon eine weite Reise, also Italien und dann mit dem Schiff. Ja, aber das macht ja auch irgendwie Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Da kommt dann wieder so dieses Reisen hat plötzlich wieder diesen Begriff auch von Reisen, finde ich. Man, also man genießt die Zeit unterwegs eigentlich, ne? Das ist schön, ja, genau. Das ist ja das, was eigentlich Reisen ausmacht. Absolut. Schon auf dem Weg irgendwie was zu erleben und so. Also wir haben dann auch immer irgendwelche Stops gemacht, haben uns irgendwo ein, zwei Tage noch aufgehalten, wo wir vorher noch nie waren. Und das ist super. Das macht Spaß, genau. Das ist super. Gerade wenn du diese Route Richtung Balkan fährst, du hast ja da diese Standardstrecke, ne? Man fährt ja Prag, hast ja Prag, hast du da Bratislava, wenn noch Wien, kannst du auch noch mitnehmen, theoretisch. Budapest hast du noch, du hast ja noch Budapest, da kommt Serbien, Belgrad.
Wir haben in Shagget noch einen Stop gemacht und das fand ich richtig schön. Da war ich total begeistert und überrascht. Ganz tolle Stadt. Wirklich, das war schön. Das ist schön. Ganz im Osten Ungarns da. Auf jeden Fall, ganz unten, bevor du nach Serbien reinfährst. Ja, ne? Genau. Ja. Belgrad ist auch schön. Belgrad ist sehr, sehr modernisiert. Ja. Also da haben die echt viel aufgebaut jetzt und so. Schöne Stadt. Und dann auch landschaftlich, wenn es dann Richtung Bulgarien dann geht auch und so, ne? Wunderschön. Ja, absolut. Echt cool. Tolle Gegend. Ja, ist cool, ne? So Europa und dann bist du unterwegs. Genau. Naja, nächstes Jahr wieder über Balkan. Aber über Italien und dann mit der Fähre ist auch schön. Also wo fahren ihr? Wir steigen dann in Igoumenitsa aus. Ja, genau. Und von wo steigt ihr? Ancona? Venedig. Ah, Venedig, okay. Was hier von Berlin aus irgendwie am einfachsten ist. Am einfachsten, ne? Ja. Dann bist du dann am längsten mit der Fähre, glaube ich, unterwegs oder so. Ne? Genau. Fährt dann bis Igoumenitsa, ich glaube, weiß nicht, 28 Stunden. Sowas, ja, genau. Aber echt okay. Ja, ja, du bist dann schon unterwegs mit dem Schiff. Oh, du bist auf dem Schiff. Ja, eben, bist auf dem Schiff. Ich finde es immer ganz nett, dann kannst du mal so Sachen machen, zu denen man im Alltag so selten kommt. Ne? Irgendwie mal in Ruhe ein paar Stunden Buch lesen oder solche Sachen halt. Ne? Ja. Ja, cool. Ganz gerne, ganz gut. Ja, vor allem so abwechslungsreich. Dann kommst du am Hafen ein und so, das Meer. Ja, genau. Das ist cool. Also ich versuche auch noch meine Frau zu überzeugen. Die fährt nämlich nicht so gerne Auto. Ja, also nicht so lange Strecken zumindest. Weil wir haben einen kleinen Sohn, der ist jetzt 5. Und nur ein bisschen unruhig irgendwann. Aber ich meine, gut, wenn du überall anhältst und immer ein bisschen Stopps machst, geht's eigentlich. Ja, unser Kurzer ist 8. Der hatte dieses Jahr schon irgendwie ganz früh gefragt, fahren wir im Sommer wieder mit dem Auto nach Griechenland? Ah, cool. Der fand das ganz toll letztes Jahr. Also irgendwann ist das dann so ein Alter, wo die es spannend finden, ne? Wenn die dann auch wirklich wahrnehmen, dass es nicht nur anstrengend ist im Auto, sondern auch Spaß macht halt. Ja. Wir hatten dann irgendwie so einen Frühstücksstopp in Bratislava gemacht. Ach, schön. Und dann waren wir nachmittags in Szeged und haben uns die Stadt da angeguckt und haben da abends was am Fluss getrunken und gegessen und dann am nächsten Tag ganz gemütlich dadurch durch Serbien und Bulgarien und waren dann in Nordgriechenland, haben da wieder einen Stopp gemacht. Ja. Das war auch schön übrigens, das kennst du bestimmt. Ja. In der Nähe von Serres, direkt hinter der bulgarischen Grenze, gibt es das kleine Dorf, ach, wie heißt es? Da gibt es eine Heilquelle. Eine uralte Heilquelle direkt vor der Grenze, also vor Promachonas. Wie heißt es jetzt? Ich hab's vergessen. Das war jedenfalls ganz toll. Okay, nee, wüsste ich jetzt auch nicht tatsächlich. Und dann haben wir da noch so, da hast du so kleine, ungefähr so groß wie die Jurte, uralte Badehäuschen. Ja, ja. Das älteste ist, glaube ich, noch aus der Türkenzeit. Und dann hast du das ganze Häuschen für dich. Und dann kannst du das dann da irgendwie für eine Stunde oder zwei mieten. Und dann bist du in diesem heißen Quellwasser, da in diesem Heilwasser. Toll. Ja, cool. Das war echt super. Das ist ja was Neues. Okay, kannte ich gar nicht. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Warte, das finde ich. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Das sagt mir gar nichts, du. Echt? Nix. Das war so, da fährst du durch die ganzen Städte oder Länder und dann irgendwann denkst du, oh, jetzt will ich nicht, dass wir jetzt reinkommen. Ich habe dir ja auch noch hier mein zweites Buch mitgebracht, das Philotimo, da gibt es sogar ein Kapitel drin. Zeig mal her. Genau. Hey, geile Buch, muss man doch wissen, du. Schon vergessen. Ja, ich schaue hier auch gerade. Agistro. Das sagt mir nichts. Ja, da kannst du nachlesen. Agistro. Ich sehe gerade, wo es ist. Ach, da, auf der griechischen Seite. Mhm. Ach so, ich dachte, war jetzt gerade auf der bulgarischen Seite. Das sagt mir tatsächlich nichts. Ist so, das letzte griechische Dorf. Dahinter ist dann direkt die Grenze. Ja, stimmt. Ach, es ist bei mir um die Ecke sogar. Ja. Das ist ja lustig. Das muss ich mir mal angucken. Das ist echt toll. Das ist wirklich schön. Ja. Ach cool, das ist dein Buch. Ey, das ist ja cooles Cover hier. Ja, das hat der Verleger selbst gemacht, der selber auch Grieche ist. Ja. Er ist auch in Deutschland groß geworden und kommt ist eben in Frankfurt groß geworden und hat da den Verlag irgendwann gegründet. Okay. Und für das Cover vom Philotimo wollte er natürlich selber was machen. Also Philotimo ist das griechische Lebensgefühl so, ne? Ja. Ach, ist ja lustig. Das ist quasi, so ein bisschen Lebenserfahrung oder wie willst du das? Ja, sind so Alltagsgeschichten. Jedes Kapitel ist, ich habe immer gesagt, das ist so ein Spaziergang mit einem Griechen oder einer Griechin durch deren Alltag. Ja. Zum Beispiel da jetzt in Agistro, ganz in der Nähe, in Sisirokastro, wohnen die Eltern von guten Freunden von mir. Mhm.
die haben lange in Deutschland gelebt und sind dann als Rentner wieder zurückgegangen in ihr Dorf. Ja. Und die habe ich da mal besucht, um zu gucken, wie die so ihre ihr Rentnerdasein so verbringen. Ne? Ja. Ja, das, das war ganz schön. Ja, spannend. Nee, ich sehe gerade, also es ist lustig. Ganz unterschiedliche Geschichten halt. Ne? Ja. Cool. Ja, cool. Also ich glaube, dafür werde ich vieles wiederfinden, was ich auch so vom Haus aus miterlebt habe. Was fehlt dir denn in Deutschland am meisten aus Griechenland? Puh, also das spontan, was mir wirklich, also was wirklich tatsächlich mir fehlt, ist, puh, ich hätte jetzt gesagt, so ein richtig gutes Beisammensein, ja, wo man irgendwie so, weißt du, wie ich meine, du bist so, man kommt irgendwie zusammen, mhm, dann sitzt man zusammen, dann hört man geil, wie im Besuchjahr, ne, ja, ein bisschen so, ja, und dann verbringt man mal so einen schön ausgelassenen Abend zusammen, ja, oder so. Ja. So dieses so, ich lass das mal fallen. Ja. Das ist so, ja, dieses so, dieses fallen lassen, ja, ne, ich lass mich mal fallen, ich lebe mal, ich lass, vergess mal, ja, so lebe und denk nicht an morgen, nach, ja, dem Motto, ja, ja, ein bisschen ein Lebensmotto. Ja. Das fehlt mir tatsächlich manchmal, ne, mhm, weil natürlich, du bist halt, ich sag mal, man hat ja auch viel zu tun, ich arbeite ja auch und so, hab auch viel, viel Arbeit und dann ist man mal irgendwie mal lange im Büro und keine Ahnung und dann ist da mal irgendwie ein Umtrunk. Aber, mhm, es ist trotzdem was anderes, wenn du, das merke ich immer wieder, viele Freunde von mir, die, also griechische Freunde, die wohnen in Stuttgart, ja, wenn man mal da ist, dann ist es ganz anders, ne, wenn du, ja, mit Griechen dann zusammen bist und, ja, dann redet man auch anders, ne. Und so dieses Locker manchmal, ich diese Lockerheit. Auch, ich bin auch vor ein paar Jahren mal mit griechischen Freunden in Stuttgart abends zu einer relativ spontan zu so einer kleinen Party gegangen. Ja. Da habe ich gedacht, das ist schon fast wie in Griechenland. Nicht? Das war auch wirklich so, da waren dann irgendwie plötzlich, es kam immer mehr, dann waren da irgendwie so 100 Griechen und es, ja, war einfach so, ja, jetzt ist halt Party so und es war toll. Ne? Dann holt irgendjemand eine Bouzouki raus und spielt ein bisschen und dann kommen so ein paar Snacks auf den Tisch und man trinkt was und so einfach völlig... Das meine ich, dieses losgelöste... Unbeschwert, ja. Unbeschwerte, genau, Beisammensein, so, das ist so... Ja, das fehlt tatsächlich manchmal, ne? Und, ja, so ein bisschen auch dieser Flair, ne? Diese Kultur, mhm, diese Lockerheit. Ja. Das hast du in Deutschland manchmal nicht so oft, ne? Jetzt am Wochenende habe ich gedacht, es war ja sehr heiß. Mhm. Und Samstagmorgen oder so bin ich aus der Haustür gekommen und ich hatte letztes Jahr aus Griechenland tatsächlich Minze mitgebracht, so ein Busch Minze, ne? Ah ja. In Griechenland duften ja immer so richtig, ja, stark, klar, ne, so wie, klar, man es kennt. Und hier halt eben nicht normalerweise. Ja, klar. Und dann war es so heiß, dass diese Minze total stark gerochen hat. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist wie in Griechenland. Ist ja cool. Also einfach nur vom Geruch, ne? Das war etwas, das hatte ich vorher noch nie so gerochen hier in Deutschland. Das war interessant. Ja, cool. Das sind so Kleinigkeiten manchmal. Ja, das ich liebe auch den Geruch in Griechenland, wenn du am Meer bist und so, ja, irgendwelche Kräutergedüfte so vorbeiwehen und sowas. Das ist dieses Lebensgefühl. Ja. Also was ich auch oft mache, um das auch so ein bisschen zu haben, so dieses Unbeschwert, ist, ich höre viel griechisches Radio, lustigerweise. Ja, ja. Mach ich auch. Also, ne, siehst du? Also wenn ich im Büro bin zum Beispiel, habe ich so meine Kopfhörer und dann habe ich da griechisches Radio. Und ich habe so eine Regel eingeführt bei uns im Büro, wenn jemand Kopfhörer auf hat, dann muss er griechisches Radio hören. Ne, wäre schön, will nicht jeder machen. Nee, oder dann darf man denjenigen nicht ansprechen. Ah, okay. Ja, ja. Weil dann bist du halt im Wahn, dann hörst du deine, ja, Musik und so, dann willst du gar nicht weg und so. Nee, tatsächlich, ja. Also so dieses Land, Leute, Musik, das fehlt auf jeden, ja, Fall. Spielst du ein Instrument? Ich habe, ja, nicht mehr. Ich habe 10 Jahre Klavier gespielt. Na, okay. Ja, schön. Also schön. Klassisch. Mhm. Mein Onkel hat Bouzouki gespielt. Ja, ich leider nicht. Vielleicht mein Sohn mal. Ja. Aber ich habe mal Klavier gespielt. Ich habe ein bisschen Gitarre auch mal gespielt und so. Aber nicht so, Geige habe ich auch schon mal gespielt. Aber leider nicht, ja, aktiv so griechisch. Aber ab und zu tust du noch mal ein bisschen, oder? Ja, ich jetzt mal gucken. Also jetzt, ich wollte mal, jetzt mein Sohn, der ist, kommt jetzt langsam in so ein Alter, ne, wo vielleicht so ein bisschen noch ranführen kann und so. Und hätte ich halt gesagt, mache ich wieder so ein bisschen mal. Ja, wäre schön, zusammen zu spielen. Genau. Also wenn man sich so rundeckt, meine Freundin, die hat eigentlich auch nie was mit Musik am Hut gehabt. Und die war jetzt 3 Jahre auf so einer Bauernhof-WG im Allgäu. Ah, ja. Da waren auch so Musiker da und sie hat dann die Interesse am Akkordeon, das ist ja gleich ein schweres Instrument, du musst ja da ziehen, du musst dann mit beiden Händen losgelöst von der Erde unterschiedliche betätigen. Und ich habe aber Musikschule gehabt und habe früher Blasmusik gemacht halt. Ah. Jetzt kann man manchmal so ein bisschen zusammen spielen, ich begleite dann so die Bässe und sie spielt dann halt so, dass gut geht. Und das macht schon Spaß. Also cool. Echt schön, so zusammen musizieren so oder
Bei ihr war es dann auch so, in der Küche haben wir dann immer gesessen, da, und da waren die anderen Musiker so auch da, ja. Und dann macht man da so eine Küchenmusi und so, das ist dann auch so, ja. Das, was du sagst, dieses Losgelöste da, ja. Und man spielt halt so, wo man Freude dran hat und dann ja. Gibt sowas zu essen und zu trinken, ja, das wird ja. Schon. Hm. Das hatten wir früher ganz oft im Sommer dann in ja. Griechenland, in unserem Dorf da, in der Taverne von unserem Freund. Ja. Es gab den alten Captain Stavros, ein Grieche, der im Zweiten Weltkrieg mit seinen Eltern in die USA ausgewandert ist. Da war er selber noch ein Kind, ganz klein. Ja. Und der hat dann tatsächlich in den USA so diese klassische Geschichte vom Tellerwäschern bis zum Millionär vielleicht nicht, aber sehr wohlhabend. Ja. Hatte ein griechisches Restaurant dann und mehrere Mietshäuser und so. Und der konnte dann mit 60 aufhören zu arbeiten. Hat sein Restaurant verkauft und hat sich eine Segeljacht gekauft. Stark. Und wollte seinen Traum, den er immer hatte, erfüllen und ist alleine von aus den USA, der hat in Boston gelebt, ja. Ist Richtung Piräus aufgebrochen, wollte wow. Nach Hause segeln, alleine. Oh, echt krass. Wow. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er war 2 Monate unterwegs, ist alleine über den Atlantik mit den abenteuerlichsten Geschichten, also wirklich völlig verrückt. Das war 1990. Und kurz bevor er dann in Piräus angekommen ist, hat er kein Wasser mehr und musste irgendwie Wasser tanken und ist direkt vor der Taverne von unserem Freund Perikles an Land gegangen. Nein. Und weil im griechischen Fernsehen wochenlang über den berichtet wurde, der verrückte Grieche kommt nach Hause so, ne? Ja. Kannten ihn alle. Und dann haben die sich irgendwie getroffen und ja, gleich so vom ersten Augenblick an waren die gleich dickste Freunde. Ist ja lustig. Und dann hat er immer den ganzen Sommer eigentlich da verbracht, hat auf seinem Schiff dann halt so 50 Meter vom Ufer geschlafen, hat da immer geankert und der hatte ein Akkordeon dabei und ganz oft hat er dann abends vom Schiff noch sein Akkordeon geholt und dann gab es lange ausgelassene Partys mit Musik und oh, schön. Benziner schön. Und ja, einfach dieses Zusammensein, ne? Das war toll. Schön. Ja, das zeigt auch so diese Kultur aus, ne? So ja. Dieses wirklich so, man ist irgendwie wie in der Familie, so, ne? Ja. Das ist so typisch griechisch, würde ich sagen. Ja, da, mit dem haben wir wirklich schöne Abende verbracht. Das glaube ich. Gut. Ich glaube, da im Buch sind auch 2, 3 Geschichten mit ihm. Ja? Ja. Wann hast du das geschrieben? Wie lange ist es her? Das war das dritte. Warte mal, das ist jetzt ungefähr, wann ist das erschienen? 2016, glaube ich. 16 oder 17, weiß ich nicht genau. Mhm. Ja, ich glaube. Genau. Ja, hier sind die Bücher hier alle, ne? Ja, Ellis. Genau. Toll. Also 2 kommen noch, dann ist die Reihe voll und wenn du die dann ins Regal stellst, ja. Du siehst hinten auf dem Buchrücken, da gibt es einen griechischen Buchstaben da, das ist das L, Lambda. Ja. Und die nebeneinander stehen, steht dann da Elasa. Ja. Also Griechenland. Ah. Und dann hast du einmal Griechenland komplett, schön. Wenn du alle 6 Bücher gelesen hast. Sammeln sehen wir dann gut, wa? Also, ja, ich glaube auch, dass das irgendwie eine schöne bunte Sammlung ist. Dann einmal so alle Aspekte des Lebens in Griechenland. Mhm. Das war so die Idee da. Cool. Hey, das ist toll. Ja, schön. Ich finde, das erinnert mich so voll an meine Kindheit. Also ja. Ich habe ja in Berlin habe ich ja vormittags deutsche Grundschule gemacht und nachmittags immer griechische Grundschule. Also der Klassiker. Ja. Und da hatten wir so ein Buch. Ach, wie hieß das denn? Das hieß Iglossamu. Ja. Ne? Also ich lerne jetzt so die griechische Sprache. Es hat so ein ähnliches Cover hier. Ah ja, cool. Deswegen musste ich mich gerade so ein bisschen... Das ist ganz lustig. Da lernst du so die Buchstaben. Ne? So. Ja. Warst du denn in Steglitz an der griechischen Schule? Oder? Ich war in Köln. Mhm. Also da haben meine Eltern haben noch in Kreuzberg gewohnt. Und dann bin ich quasi in Köln auf die Schule gegangen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Richardstraße. Keine Ahnung. Auch schon 15 Jahre her. Bestimmt mehr. Nee, mehr. Quatsch. 20 Jahre her, locker. Nee, noch länger, warte mal. 25 Jahre her, sowas. Tja. Muss ja. Ja, ja. Mensch, war ja, um Gottes Willen, so lange bin ich auf der Welt. Wie alt bist du? 33. Ah, cool. Hast ja noch ein paar Jahre mehr vor dir als wir. Ja. Wir sind ja schon die alten Säcke hier. Der Matthias zumindest. Ja, nicht frech werden. Quatsch. Ach Gott. Mach ein griechischer Abend, macht dich dann wieder jung, also. Ja, kein Stress. Genau. Alter ist ja auch relativ egal, finde ich. Sowieso, sowieso. Wenn man das innere Alter zählt. Da bist du ja 30, haben wir letztens festgestellt, ne? Als ich den Podcast gehört habe. Irgendjemand sagte, du bist ja charakterlich noch 30. Ich glaube, der Zoran. Ja, Minimum, ja. Das ist gut. Genau. Cool. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei der Koro Drogerie? Viele. Ungefähr 150. So. Ach, wow. Daumen.
Wow. Ja, ja, also 150. Ja, das ist durch tatsächlich, ist es so schnell gegangen, auch für mich, ich sag immer zu schnell teilweise. Mhm. Ist natürlich schön und so, ja. Ich will mich ja nicht beschweren, aber es ist halt, seit einem halben Jahr kann man sagen, komme ich halt ins Büro und sagen mir teilweise Leute guten Tag, kennen die gar nicht. Ja. Also nichts gegen die Leute, es ist, sag mal, freu mich, dass du da bist und so, was machst du denn? Und denke ich mir, oh Gott, der weiß ja gar nicht, was ich mache. Aber was willst du machen? Irgendwann bist du in dieser Größe. Und dann gibt's noch 70 Leute im Lager, die dazu noch arbeiten, aber die sind quasi keine Koro-Mitarbeiter, sondern Lager-Mitarbeiter. Ja, aber viele. Ihr macht ausschließlich Versand oder habt ihr auch Läden? Nee, also wir haben ausschließlich Versand. Wir haben jetzt, ja... Doch, ihr seid jetzt ganz neu auch bei DM mit im Sortiment, genau, habe ich gesehen. Das wollte ich gerade sagen. Also wir haben quasi... Ach so, okay, Kooperationspartner. Genau. Wir haben quasi DM, Rewe, also diverses noch in der Pipeline. Ja. Wenn DM fällt, fallen sie alle. Ist immer das Gleiche. Ja. Nee, weil DM ist einfach DM. Das ist einfach immer so. Ja. Und das machen wir. Ansonsten halt das Koro-Eis-Thema ist jetzt so ein bisschen der Laden. Oh ja, wir haben ja gerade Eis gegessen. Das ist ja super lecker. Also richtig. Genau. Koro-Eis, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, ja. Top. Danke, danke. Also super. Gibt es das dann auch bei DM? Weil das ist ja gleich um die Ecke. Leider nicht. Mit DM sind wir, glaube ich, mit 10 Produkten drin. Oder müsste ich lügen? Weiß ich gar nicht. Relativ wenig. Machen das doch immer so, dass wir denen nicht das, was online sozusagen, weil sonst bist du ja Konkurrent oder vergleichbar. Ja. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen bei sowas. Mhm. Ja, nee, also fast alles online ist verrückt. Das ist eine verrückte Geschichte einfach, muss man sagen. Ja, ich hätte ja mal einen Chef gehabt, der ist dann über den Gang gegangen und hat da einen Mitarbeiter getroffen und hat dann immer zu dem gesagt, was du ja machst, das kriege ich auch noch raus. Ui. Hat immer so Spaß, aber so ernst, weißt du, das war nur mal ein Joke. Ey, den muss ich mir merken. Der ist echt gut. Ja, echt. Wenn du so ernst sagst, das ist ja so total erstaunt. Oh, das merke ich mir. Das ist cool. Ja. Nee, das ist einfach sehr ungewohnt, ne? Mhm. Weil ich bin nicht der, ich bin kein Diktator oder sowas. Im Gegenteil, also ich versuche mal die Leute immer auf Augenhöhe zu behandeln, ne? Und so, und dann die Leute halt, hallo, ich bin der und der, ja. Und so, hey, du, alles gut, ganz normal. Ja, aber es ist verrückt. Also, wir haben vorhin von Hülsenfrüchten gesprochen. Habt ihr griechische Hülsenfrüchte im Sortiment? Ja, wir haben weiße Bohnen. Müssten wir haben. Okay. Müsste ich lügen, dann müssten wir haben. Siehst du, muss ich mal gucken. Hatten wir mal, aber ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch welche haben. Müssten wir eigentlich haben. Warum sollen wir die auslisten? Ja. Manchmal ist so, wenn das Problem ist, warum ich das sage, es ist halt wegen Corona. Ja. Gab es extrem viele Lieferantenwechsel. Einfach weil viele Lieferanten einfach nicht hinterhergekommen sind. Mhm. Also wir gehören zum Glück zu den Firmen, die halt davon profitiert haben, muss man sagen. Deswegen gab es viele Lieferantenwechsel. Bohnen haben wir auf jeden Fall. Wir haben Oliven sowieso, also griechische Oliven, meine Herzensangelegenheit. Dann meinte ich, hey, wenn ihr was für mich irgendwie sourcen wollt oder kaufen wollt, bitte Oliven, eine Großpackung. so ab und dann haben wir ein paar griechische Produkte. Also wir haben auch ein paar gute griechische Lieferanten. Das ist immer ganz cool, wenn du dann anrufen kannst und auf Griechisch mit denen sprechen kannst, kriegst du gleich noch ein bisschen günstiger den Preis. Das ist immer so. Dann heißt es, hey, ruf du mal da an und dann kommt dann 50 Cent weniger bei raus. Darf man nicht so laut sagen. Ja, aber ist ja auch okay, ne? Also, genau. Diesen Spielraum hat der griechische Anbieter ja dann meistens. Ja, meistens schon. Das ist ja vorher aufgeschlagen. Ja, das ist immer ganz lustig, denn entweder ruft man dann selber an oder manchmal höre ich so, ja, hier, schönen Gruß vom Lieferanten, sollst du es mal alle nach Griechenland schicken? Und so, ich sage, ja, ich sag ja, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir mal so eine Lieferantenreise, weil es gibt wirklich viele gute Lieferanten, die aus Griechenland kommen, die vielleicht auch gar nicht so hier, ich sag mal, das ist auch so ein bisschen ein Koro-Konzept, dass man eben nicht immer diese, ich sag mal, Massenhersteller und so, sondern dass wir eben auch so kleinen, ich sag mal, Lieferanten die Chance geben wollen und sagen, hey, was hast du nur für ein Sortiment? Dann baut man das halt gemeinsam aus, ne? Wird dann auch groß, weil da können wir auch unterstützen, ne? Haben wir oft gemacht, auch mit polnischen Lieferanten zum Beispiel. Mhm. Ab und an mal. Also auch türkischen Lieferanten, auch sagen. Ne? Ist auch gut, sich vor Ort mal blicken zu lassen und zu checken, wie die Lage ist. Und dann sieht man auch, was da los ist, wie es angebaut wird. Definitiv. Und marketingmäßig ist sowieso der Trend auch, da muss man in Deutschland dann auch sagen, interessieren sich schon mehr Leute mit Ernährung. Ja. Definitiv, genau. Definitiv. Also auch der, was Koro halt, also was unser wichtigster sozusagen Kanal oder wichtigste, wie sagt man,
Unternehmensprinzip ist es eigentlich Transparenz. Mhm. Ne? Also wir versuchen wirklich transparent zu sein. Da geht es gar nicht darum zu sagen, ich bin hier, weiß ich nicht, super dogmatisch und mach nur Bio, mach nur das, sondern Transparenz. Du sagst halt, hey, guck mal, so ist es halt, ja. Hast halt alles offengelegt sozusagen, Preis, Qualität, möglichst was so in der Lieferkette noch passiert und dann kannst du selber entscheiden, ne? Ja. Weil es gibt halt auch Lieferanten, weiß nicht jeder, aber viele Leute denken halt, Bio ist immer automatisch gut, ja. Mhm. So, es gibt Lieferanten, die sind noch nicht zertifiziert, aber ich meine, mein Lieblingsbeispiel sind zum Beispiel Maulbeeren, kommen jetzt leider nicht aus Griechenland, aber aus der Türkei zum Beispiel. Das sind so Wildsammlungen. Das ist, die Leute gehen wirklich aufs Feld, die sammeln das, dann wird das gereinigt. Dann hast du halt meistens so Steinchen oder so kleine Stöckerchen, die musst du aussortieren. Und das war's. So. Ja, und dann sind die halt nicht zertifiziert, also nicht biozertifiziert, aber das ist eine Wildsammlung. Ja, ja, was soll denn das sein, ne? Also, und, es gibt ja auch kein Bio-Wildschwein. So, siehst du? Ja. Ja. Warum nicht? Aber ja, so ist es, nicht? Ja. Ja. Nee, also wir gucken da wirklich immer auf der Produkt, sozusagen auf der Produkt, auf der Lieferkette gucken wir immer, dass wir da möglichst einfach transparent sind. Ich glaube auch, dass es da wirklich immer mehr Leute gibt, die da auch echt drauf achten. Ne? Die Leute wollen ja wissen, wo kommt das her, was ich da eigentlich esse. Und das hast du ja bei ganz vielen Supermarktprodukten einfach, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Was ist da genau drin? Wo kommt es her? Ne? Und ja, steht noch drauf, ist hergestellt für Lidl, aber wo kommt es her? Ja, absolut. Ja. Ist oft so. Das wollen die ja auch gar nicht, dass du das weißt. Sag ich genau. Und schon gar nicht, was drin ist. Nee, absolut. Da hast du versteckte, weiß nicht, da. Ja, das ist so. Also. Ich habe vor einiger Zeit ein ganz, ganz schlimmes Buch gelesen. Das heißt Vier Fische, absolut empfehlenswert. Ein Sachbuch über vier unterschiedliche Fischarten. Und das ist wirklich der Knüller. Da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte über den Wolfsbarsch. Die hat nämlich ein Grieche irgendwie nach Griechenland zurückgebracht, nachdem die schon fast ausgestorben waren in Griechenland. Aber eigentlich geht es da, einer dieser vier Fische ist dieser, wie heißt denn das Ding da? Pangasius, ne? Ah ja. Was in Asien, ja, muss man schon sagen, angebaut wird. Übel. Also wenn du das gelesen hast, willst du nie wieder ein Pangasius essen. Ganz schlimm. Echt, ja? Ganz schlimm. Ja, kommen da aus Tümpeln und essen ihre eigene Scheiße und werden mit Medikamenten vollgestopft. Also es ist wirklich... Ach, das ist ja wie mit dem Lachs. Schrecklich. Jetzt, die Bestimmung in Europa so groß, jetzt gehen sie alle nach China. Hier der Norwegen-Lachs, der kommt dann aus... Nicht China, Entschuldigung. Chile. Ja, das ist so. Das ist echt, das ist echt... ja, das ist schwierig. Also das ist Je mehr du quasi diesen Standard reingehst und je mehr Masse, ne, es ist halt nicht so dieses kleine, ich weiß noch, meine Oma hat immer früher Dorade immer gekauft, lokal vom Fischer und so. Ja, das ging. Die fangen noch gar nichts mehr, weil es in den Küstenregionen gar nichts mehr gibt, weil die großen Trailer alles leer gefischt haben. Ja. Ich fange dann hin und wieder in Griechenland im Sommer noch eine, ne? Und wenn du mal wirklich so eine wilde Dorade angelst, ne? Ja. Ja, die schmecken so anders. Das ist so unfassbar gut. Das ist gut, krass, ne? Ja, wirklich. Ja. Wahnsinn, das kannst du auch nicht mehr vergleichen mit so einer Zuchtdorade. Kannst du nicht vergleichen. So unglaublich gut. Ja. Ach, absolut. Ehrlich. Nee, das ist so. Ja. Freue ich mich schon drauf. Gönn dir. Schönen Salat dazu. Da schmecken die Tomaten noch nach Tomate. Ja, Tomaten, ja, das ist auch so. Tomaten, Gurken. Das ist total verrückt. Also meine Großeltern, die haben ja einen eigenen Garten. Da bauen die alles Mögliche an. Die bauen und Gurken, Tomaten, Aubergine, die bauen da alles an. Mhm. Und Tomaten, das ist total krass. Ich meine, kennst du bestimmt auch. Ich kann, seitdem ich diese Tomaten irgendwie esse, ich kann keine normalen Tomaten mehr essen. Ja. Weil das sind Tomaten, die schmecken einfach komplett anders. Ja. Und so. Und ich weiß halt, das ist halt, da ist nichts drin. Opa gemacht, ne? Da ist ja nichts drin, das ist nicht gespritzt, da ist kein Mist drin. Und so, und meine Großen, das ist so lustig, wenn meine Eltern mit dem Auto zurückkommen, dann ist da immer so ein Ding mit Tomaten. Geil. Und das ist so lustig. Und mein Vater ist dann immer, dann heißt es dann, bring mir die Tomaten, dann ruft meine Oma an und sagt dann zu mir so, hast du die Lukanika bekommen, so die Würstchen? Mhm. Und ich sage, ich habe die gar nicht bestellt, ich will die gar nicht. Und dann habe ich das nicht gepeilt, ja. Und dann ging es so 2, 3, 4 Jahre
Und dann irgendwann so, ich so, sag mal zu meiner Mutter, warum schickt die denn die ganze Zeit diese Lokalniker mit und so? Und dann, ja, weil dein Vater die haben will. Ich so, ja, warum sagt er nicht, dass die für ihn sind? Für den kauft die nicht. Nur für dich. Also so typ. Ist ja lustig, ja. Ja, das ist in Griechenland ja echt nochmal eine Ecke ausgeprägter, ne? So dieses auf gutes Essen irgendwie achten oder so, ne? Ja. Wenn die Kinder in die Schule gehen oder so. Oder ja. Wenn die Kinder zum Studieren am Wochenende mal zu Hause auf dem Dorf waren und dann wieder nach Athen oder Thessaloniki zurückfahren, dann kriegst du irgendwie, weiß ich, für die ganze Woche das fertige Essen mit und solche Sachen. Ja. Total stark. Das ist typisch, ja. Typisch griechisch. Ja. Kenne ich auch. Tja. Ja. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Ja. Was gibt's sonst Neues bei Koro? Irgendwelche neuen Pläne? Oh, Weltherrschaft, nein, keine Ahnung. Nein. Quatsch. Nein, nein. Was gibt's noch Neues? Also wir sind munter weiter am Produkte bauen. Wir gucken gerade, was wir so noch machen können. Wir sind ja voll stark im Lebensmittelsegment jetzt auch vertreten. Was jetzt noch kommt, ist Naturkosmetik. Mhm. Ja, weil das ist vielleicht, also ist was anderes natürlich als Lebensmittel, aber wir glauben halt, dass die Leute, die bereit sind, auch eben sagen, auch Lebensmittel zu kaufen, die wirklich jetzt auch, wo was dahinter steht, wo Qualität dahinter steht, ne? Ist ja, wir achten hier komplett auf Qualität, Rückstandskontrolle. Ich meine, ich habe das ganze QM aufgebaut, nicht alleine natürlich, aber so übergeordnet, so, und das ist Naturkosmetik, ist glaube ich so eine Ergänzung, die eigentlich ganz gut passt. Mhm. Da gehen wir gerade rein. Das sind so Sachen, wo wir gerade schauen, also gucken gerade, was passt denn so zu der ganzen Koro-Welt, sag ich jetzt mal. So, na, ich habe noch eine Idee, können wir uns dann im Anschluss unterhalten. Ein Freund von mir, der macht so auch diverse Sachen, das ist vielleicht so interessant. Ja, gerne. Ja, das ist eine kleine Manufaktur in Werder, da habe ich mein Büro und mein Lager. Ja. Und der ist jetzt gerade auf dem Weg nach Frankreich, der hat da ein paar Hektar Land gekauft, ein Bauernhaus, und dann baut da Sachen an und werden aber hier verarbeitet. Ach, cool. Ja, genau. Und ah ja, spannend. Ja. Und was ist das so? Also Da geht es eher um Heilpflanzen, so haben die angefangen, aber jetzt, weil du die Naturkosmetik sagst, da wollen die auch einsteigen, die Frau ist dann stark, die haben jetzt so Ziegen, die wollen eine Ziegenmilchseife und so was dann herstellen. Und, ach, verrückt. Ja, super. Und die haben auch ein super Getränk hier, ein Tschaikowski, das ist ein Weihnachtsgetränk. Das ist eigentlich, die haben sich nie drum gekümmert, das lief so nebenbei und ein bisschen vernachlässigt. Jetzt wollen sie das bisschen, das ist ein Chai mit Vitalpilzen, auch total trendy eigentlich. Und da soll es ein bisschen vorwärts gehen, aber ja, kann ich dir nachher mal Kärtchen geben, vielleicht setz irgendwie einfach mal einen Tisch und dann hast du mal was andere nicht haben. Geil. Ja. Wie Tschaikowski heißt das Ding? Ja. Die sind ja cool. Das ist cool. Also Tschai und Kowski dann und so und dann war schon echt übelste Marketing in denen. Ich bin mit dem Auto durchs Land gefahren und habe ihn ständig angerufen, ey Markus, du musst das so und so machen. Ey, Tschaikowski ist ja geiler Name. Ja. Die Idee musst du mal kommen. Ja. Cool. Ja, ja, das ist spannend. Nee, tatsächlich, ja. Also viel so mal gucken. Was wir jetzt noch machen wollen, ist auch, habe ich mir auch vorgenommen, wirklich mal so eine kleine Lieferantenreise zu machen, also auch mal nach Griechenland zu fahren, weil es gibt ja nicht nur das, was wir jetzt gerade machen. Also wir hatten auch mal vor Ewigkeiten hatten wir mal griechischen Bergtee. Ja. Oh ja, das ist auch wichtig. Ja, das so. Da hatten wir vor Jahren mal eine Idee, wir wollten das eigentlich mal tatsächlich anbauen, weil das wird ja bisher nur als Wildwuchs gesammelt. Tatsächlich. Absolut. Wir hatten mal einen Lieferanten, der das hatte. Ja. Und da war ich super traurig, weil der war so qualitativ schlecht, da war so daher Plastikstückchen drin und so. Also ich habe ein Muster bekommen mit Plastik und dachte ihm, um Gottes Willen. So. Ja. Da kannst du den Laden gleich durchmachen. Du hast ein Muster bekommen mit Plastik. Ja, voll krass. Der war so krass, also das darf man gar nicht erzählen. Wir schicken sowas raus. Der war nicht normal. Der hat uns sogar mal ein Muster geschickt mit Gerstengras. Da war Zigarettenstummel drin. Nein. Nee, wirklich. Ach, Quatsch. Kein Scheiß. Wenn du beim Verpacken erinnerst. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihm ein Foto geschickt und dann hat er zu mir gesagt, das muss ja nachträglich reinkommen. Sag ich, wer soll das machen? Ich? Rauch doch gar nicht. Also, nee, wirklich. Und da war ich super traurig, aber das war halt so der Einzige, der diesen griechischen Bergtee hatte. Ne? Ja. Es gibt ja auch den, wenn man krank ist, als Kind kriegt man mal Flamuri, kennst du sicherlich auch. Ja. Auch sowas, ne? Das sind so. Also meine Kinder stehen da total drauf. Wenn die geil, krank ne? sind, wenn die krank sind und morgens wach werden, dann sagen die, Papa, koch mir einen griechischen Bergtee. Geil, ne? Also wirklich. Ja, Hammer. Das ist natürlich geil. Das hilft auch wirklich extrem gut, das Zeug. Absolut. Ich bin damit auch aufgewachsen und das ist so, das brauchen wir noch. Ja. Und dann da habe ich mal irgendwie Lieferanten gefunden. Ich habe vergessen, wo der war, auf irgendeinem Berg. Und der hat mir so Bilder geschickt irgendwie auch und Videos von der Produktion und wie die so sammeln und so. Und das ist natürlich geil. Das ist auch toll im Sommer als Eistee und so, auch total erfrischend. Echt, richtig klasse. Und ich habe vor 2-3 Jahren habe ich
wie heißt das? Golvet ist so ein Sternerestaurant am Potsdamer Platz. Golvet? Okay. Der Barchef ist Grieche. Der Andreas hatte in dem Sommer, ich glaube 2019 oder 18 war es, hatte er einen Cocktail kreiert mit griechischem Bergtee. Das war der Hammer. Das war der totale Hammer. Richtig cool. Wow. Richtig cool. Kommt mal auf so eine Idee. Ja, der hatte dann irgendwie ständig mal neue Cocktails für die Sommersaison dann entwickelt. Okay. Und dann hatte er was mit griechischem Bergtee und was kann ich mir was noch. Das war toll. Echt gut. Cool. Sehr, sehr, sehr vielfältig auch. Ja, das ist ein Produkt, das muss noch kommen. Ich glaube, die Uni Greifswald, das ist, glaube ich, die da so ein Forschungsprojekt haben mit griechischem Bergtee gegen Demenz. Ja, genau, das habe ich damals auch oft gelesen. Also das ist, ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Echt. Ja, der soll dagegen helfen. Teufelzeug. Ja, die haben mal einen Test gemacht, das habe ich mal gelesen. Ja, ja. Da gab es mal so eine Dokumentation drüber. Auf YouTube habe ich die mal gesehen, ja. Mhm. Cool. Nee, wenn ihr mal so eine Lieferantenreise macht, dann sagt mal Bescheid, dann würde ich gerne mitfahren. Das ist super. Und das ist total spannend. Man auch so Instagram und Facebook, also da kommt das auch mal gut an. Also das ist ja dann auch Transparenz, wenn man da so Sachen einstellt, wenn ihr dann bei den Produzenten seid und so. Ja, ja, gerne. Also das muss natürlich erst geplant werden und so, aber mit ein bisschen Vorlauf, aber auf jeden Fall. Ich war ja auch für das Fava-Buch, beziehungsweise für das nächste Buch, für das Fava-Kapitel, habe ich auch so Fava-Bauern besucht. Ja. Auf dem Peloponnes. Das ist toll, wenn du das einfach mal live vor Ort siehst. Ne? Also das ist ja nochmal echt was anderes. Also ich war dann im Sommer mit unseren Kindern da und dann haben die Fava-Erbsen direkt aus den Hülsen gegessen auf dem Feld. Ne? Und das war crazy. Völlig cool. Hat Spaß gemacht. Riesenspaß. Tja. Und du siehst so halbwegs fit aus? Machst du Sport? Das interessiert mich jetzt nochmal. Oder ich sehe halbwegs, danke. Ich habe Sportler hier gewesen. Ich mache seit 20 Jahren mache ich Taekwondo. Ach echt? Ja, okay. Ja. Also ich habe, seit ich klein bin, also mein Vater hat Taekwondo gemacht und dann habe ich es auch mal gemacht und so und dann ging es halt immer weiter. So. Ja, regelmäßig quasi, bis mein Sohn gekommen ist, dann war zeitlich ein bisschen schwierig, jetzt mache ich so ab und an. Jetzt ging es nicht im Sommer. Wie heißt der? Es gibt so einen von meinem griechischen Freund aus Stuttgart, der Bruder. Ich glaube, der macht auch Taekwondo oder eine andere Kampfart, ist dann, glaube ich, griechischer Meister drin. Pergialis, sagt dir der Name was? Nee. Mein ehemaliger quasi Meister, also so Koreaner, der war Trainer der griechischen Nationalmannschaft im Taekwondo. Cool. Und der ist echt cool. Der hat damals auch in 2004 oder so, war, glaube ich, in Athen, war, glaube ich, da. Die Olympiade. Ja, 2-4, genau. Genau, ja. Und dann da gab es einen richtig guten sozusagen griechischen Sportler und der ist relativ weit gekommen. Mhm. Der ist dann K.O. gegangen, ja, passiert. Irgendwie bei Sarah das Silber gekriegt oder so. Da hat nicht Gold gewonnen, aber da hat er den noch begleitet. Also Taekwondo. Wir hatten neulich ein Betriebssportfest, da hat man echt witzige Disziplinen. Ja. Und das waren ein paar, also da war von Kinder bis meine Mutter und ihr Mann waren noch dabei, Mitte 70. Ja. Und wir waren so zwischendurch, aber da gab es so Sachen hier wie Online-Liegestütze, sprich zwei parallele Slacklines und dann musst du da drauf schauen, dass du dann die Maschine runter berühren und dann wieder hoch und dann wackelt das natürlich alles. Ja. Oder einmal um so einen Biertisch drumherum klettern, ohne den Boden zu berühren und das auf Geschwindigkeit, also da wurde festgehalten. Ach du Scheiße. Also koordinativ, man kann es natürlich auch ohne festhalten machen, bloß da musst du ganz vorsichtig sein und dann ging es eben um Geschwindigkeit, da haben wir gesagt, mit festhalten, dann ist es auch nochmal leichter, wenn man es festhält. Aber nüchtern, oder? Ja, ohne. Wie du auf so eine Idee kommst. Nee, und dann gab es aber noch so Streichholz-Weitwurf, da kann natürlich jeder mitmachen, ja, dann kommt es ein bisschen auf den Streichholz an und auf die Wurftechnik. Und ja, das hat er schon erzählt. Jetzt stell dir mal vor, wie weit könnte wohl der Rekord sein beim Streichholz-Weitwurf? Normaler Streichholz. Also jetzt kein Kaminstreichholz, nicht hier so ein Speer, sondern ein normaler, kurzer Streichholz. Da fragt er jetzt den richtigen so. Keine Ahnung, 5 Meter, 10 Meter? Nee, 5 Meter waren bei uns so die schlechtesten. Dann ging es so los Richtung 10 Meter und dann kam einer vorbei, nach dem Wettkampf, ein Kumpel von mir, der hat ihn einfach genommen und geworfen, waren 17,5 Meter. Was? Und Weltrekord sind 30 Meter. Nee. Ja, mit so einem Streichholz. Der muss aber lange geübt haben. Gar nicht. Das Ding genommen und irgendwie flog der. Ja. Und dann haben wir noch Stiefel-Zielwurf gemacht. Da ging es dann immer, wer einen Stiefel in die Tonne ins Fass geworfen hatte, alter stinkende Stiefel. Und wer getroffen hatte, durfte dann wieder 2 Meter nach hinten rücken. Und wer vom weitesten, praktisch wie beim Stabhochsprung, dann versuchst du immer höher zu kommen. Und da ging es darum, immer weiter zu gehen und zu treffen. Und der kam hoch an und hat einfach den Stiefel geworfen
und der hat getroffen und da waren es über 12 Meter. Was? Und da habe ich dann auch zum Freund, der mitorganisiert hatte, hier Yoga Basti, der auch schon im Podcast war, zu ihm habe ich dann geschrieben, ja du, der hat sich jetzt schon disqualifiziert, der hat jetzt 2 Sachen gemacht, die sind unglaublich, der macht das nächste Mal gar nicht mit. Geil. Nee, dann so eine lustige Sache hat man mit dem Stiefel und dann hat man noch, auch der eine war mal Stuntman, der hatte so Wurfmesser gehabt, das war auch lustig, dann wie viel Messer stecken bleiben. Krass, ja. Und dann hat man noch Kistenklettern. Das war es dann, 6 Disziplinen, aber das ist jetzt ausbaufähig, ja. Ja, cool, crazy. Nicht schlecht. Und Tischtennis, und spielst du Tischtennis? Weil wir nicht machen, mehr. Du, Andreas? Ich war mal im Verein, als ich so... Recht, na, dann kommt das 13, wieder. 13, 12, 13... Ja, wir machen ein Tischtennis-Turnier im August, Ende August. Ja. Ja, sag Bescheid. Nur für Hobby so, jetzt Kinder, also jetzt brauchen wir Kinder aus dem Verein kommen. Ich habe Maschina gespielt mit den... Kennt ihr das? Was? Maschina? So? Nee, China. China? Ach so, am Kreisrand. Ja. Ach so, ja. Rundlauf haben wir dazu gesagt. Ja, bei uns hieß es immer chinesisch, ja. Ja, bei uns auch, okay. Ja. Das ist cool. Tja. Crazy. Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, denke ich, haben wir schon eine Stunde geplaudert. Können wir schon fast zum Ende kommen, ne? Wir wollen dich auch nicht zu lange von der Arbeit abhalten. Alles muss ja wieder. Ja, eben. Du musst ja weiterarbeiten. Oder du machst Jurgen-Office. Nicht mehr, ne? Ja, vielleicht mal. Wie lange ist denn so dein normaler Arbeitstag? Bist ja wahrscheinlich auch nicht so in 8 Stunden fertig, ne? Ja, also früher war es anders. Früher war unnormal. Das war früher, ja, ist, ne? Also die Strukturen, die Mitarbeiter sind nicht da, die müssen, ne? Am Anfang ist na, wie lange hast du denn jetzt gebraucht? Jetzt, wenn du sagst, du bist 33, sagst früher, und jetzt ist das Unternehmen mit 150 Leuten? Naja, früher ist halt die Zeit vor meinem Sohn. So, also mir ist halt unheimlich vor wichtig, 6 Jahren. Ungefähr. Also da habe ich noch extrem viel gearbeitet. Das war wirklich so, klar, morgens um, weiß nicht, 8 aufgestanden, 1, 2 nach Hause, wieder aufgestanden. So, solche Tage gab es auch mal. Dann kam mein Sohn. Dann habe ich halt relativ konsequent gemacht. Ich habe so einen angepassten Tagesablauf. Also, keine Ahnung, ich stehe morgens auf, weiß nicht, zwischen 6 und 7, je nachdem. Bringe den Kleinen zum Kindergarten. Dann bin ich meistens im Büro, dann haue ich relativ früh ab. Dann bin ich da, dann bringe ich ihn ins Bett, bringe den Abend mit ihm. Danach mache ich halt weiter, so, keine Ahnung, 12 meistens so. 11, 12. Ist so, man ist aber durchgehend immer beschäftigt. Also bist du eigentlich nicht weg. Du kriegst eigentlich immer E-Mails, du kriegst, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, jetzt geht's, ja. Aber du bist nicht irgendwie vom Kopf weg. Und das ist immer dann ganz gut, wenn du mal Urlaub machen kannst, dass du dann halt weißt, okay, jetzt bin ich mal weg. Aber dann musst du keine E-Mails machen. Ja, das ist schwierig. Also das ist dann weniger. Also dann gebe ich viel ab. Dann sage ich halt, mach du das, mach du das, mach du das so. Und dann kriege ich ein bisschen weniger oder mal Rückfragen, das ist okay. Aber so komplett, wenn ich jetzt komplett einmal nicht reingucke, das kann ich nicht machen. Das passt, wenn ich eine Woche nicht reingucke, habe ich gleich 1000 E-Mails oder so. Ja, das ist eben das Krasse. Bei mir hält es immer an Grenzen, aber wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich auch nie Urlaub, weil ich dann doch in Gedanken hier bin und dann muss man das so organisieren. Ich habe nur jetzt bei weitem nicht keine Mitarbeiter. Ich habe noch manchmal welche, die mir dann in so den Rücken frei halten, die ich mir einkaufe. Ja. Genau, das dann halt immer. Aber ein Freund von mir, der ist in der Radelbranche, der im Außendienst, der hat da am Tag so auch 100, 150 E-Mails und wenn du die nicht bearbeitest, dann hast du den nächsten Tag 300. Ja. Dann hast du nach 3 Tagen 450. Das macht ja keiner für dich. Das ist das Ding, das ist genau das Ding. Ja. Deswegen, also man ist immer irgendwie mit dem Kopf dabei, aber ich also keine Ahnung, solange es Spaß macht und es nicht irgendwie eine Qual ist oder so, dann geht es kaputt, aber mir macht es ja Spaß und ich mache es gerne. Das ist halt meine Firma und es ist auch okay. Ist auch schön, wenn man dann so ein Baby hat, ne? Mit dem man gemeinsam groß wird irgendwie. Ja, das ist schön. Ja. Das finde ich ja hier auch mit dem normalen Land, aber manche Sachen mache ich echt nicht gerne. Ich habe schon manchmal echt Mühe, den Notebook aufzuklappen. Ich kann ganz gut hier an das scheiß Smartphone rein mal reinschauen, wenn drüber aber dann jetzt, die Schreiberei da, dann, aber es reicht halt noch nicht, dass ich jetzt noch jemanden fest einstelle, der so eine Sache macht. Vielleicht wäre es sogar ganz gut, dann geht es noch anders vorwärts. Aber mal schauen. Was ich jetzt gemacht habe, ist gerade echt ganz gut gelaufen. Also ich habe jetzt ein Praktikum ausgeschrieben. Und das heißt, wir auch. Wir auch. Ah, wunderbar. Also hat sich aber nur einer gemeldet. Wir müssen das nochmal neu. Mach das mal. Also ich habe das genannt Praktikum bei Costa. Einfach ganz Standard. Ja. So. Und dann, bei Costa, ach cool, Geschäftsführung und so. Ja. Und dann haben die gleich so einen anderen, so eine andere Motivation, so habe ich das Gefühl. Praktikum bei Matthias, genau, das machen wir. Mach das mal. Beim Jotenburschi. Genau, so. Ja, probiert es mal aus. Das war so mitten im Lockdown, das war natürlich eine gute Zeit, aber jetzt müssen wir es echt nochmal. Der Titel, der zieht wirklich. Ja. Und dann hast du auch motivierte Leute, dann liest du auch Bewerbungen und so und halt keine Startbewerbung. Ne? Merkst was halt machen Leute, die dann mit dir? Alles, was ich so mache. Nee, die kriegt dann, also ich habe ja viele, ich bin viel operativer unterwegs. Ich habe ja alles mit aufgebaut, die Systeme und den ganzen Kram. Und ich versuche das den Leuten mal so ein bisschen beizubringen, dass ich jetzt sage, hier, schau mal,
wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Management machen willst und so, das ist meistens, es gibt diese Manager, die, keine Ahnung, komplett aus allem raus sind, das bin ich nicht und werde ich nicht sein, weil ich halt von der Pike auf quasi aufgebaut habe und so, und das will ich den Leuten auch beibringen. Das ist am besten, ja. Dass die so einen Ansatz haben, ne, dass so der Chef bodenständig selber das vorleben kann und zeigen genau, kann auch, dann kann ja auch keiner was vormachen, wenn du selber so weißt, wie es läuft. So ist es. Ja. Und so ein bisschen auch Mitarbeiterführung, also aus meinen Fehlern ein bisschen lernen. Ich habe ja auch viele Leute, weil sie nicht eingestellt und rausgeschmissen und so. Ist halt so, ne? Ja, gehört dazu. Und das ist halt eine Erfahrung, die ich gern teile. Mhm. Ja, also es gibt ja viele junge Menschen, die irgendwie Bock haben und dann sage ich, okay, ja, dann kommst du halt. Ja. Ja. Kommst du zu Costa? Kommst du zu Costa? Ja, genau. Gibt's auch dann wieder hoffentlich bald mal Uso dann und dann. Ja, genau. Ach, wir haben auch noch da, ich hab noch welchen. Oh nee. Achso, du brauchst ja gar nicht. Machen wir den nächsten. Wenn wir den Geburtstag feiern, den zweiten, ja, vom Podcast. Letztes Jahr haben wir im September den ersten Geburtstag ganz schön hier gefeiert. Das war eine tolle Sache. Ja. Ja. Müssen wir ja dieses Jahr auch nochmal machen, dann kommst du auch. Ja, gerne, sag Bescheid. Ja, dann sag Bescheid. Machen wir eine kleine Party. Ja. Sehr gerne. Und Koro Eis will uns ja auch demnächst noch besuchen, ne? Dann ja, super. Dann kommt freu ich mich zu zweit. Ach, das macht jemand anderes. Das. Ja, die Koro Eis macht quasi, ist ja Tochterfirma von Koro. Ja? Also Koro ist das quasi Koros Firma, wenn man so will. Aber vom Arbeitsaufwand oder von der Projektführung und so, das schafft ja keiner von uns sozusagen. Und da haben wir halt die Hanna gefunden. Ja, die Hanna ist halt super. Wie schon gesagt, die ist Eisprofi, Eisspezialist, Eisliebhaber. Nee, das ist nicht einfach. Meine Freundin hat sich da auch ein bisschen probiert. Wir hatten auch schon so einen schönen Namen und schöne Marketingstrategien. Ich bin ja nach Zwach geworden, als bei mir blitzt es ja mal. Wenn ich hier liege, na Jote, da geht's ja mal los. Da kommt der Tchaikovsky. Nee. Das ist ja von der Kumpel, das Ding. Also. Aber dann hatte ich schon andere Namen und alles schon, wie es aussehen soll. Und geil. Aber sie fing dann an, schon so experimentieren. Und da musst du ja gucken, die ist ja sehr gewissenhaft. Und da dürfen keine sich Eiskristalle bilden. Und hat sie dann auch... Ja. Und aber eigentlich von so Lebensmittelchemie gar keine Ahnung. Aber hat sich dann so reingelesen und dann auf was es ankommt, ja. Frag mich mal. Schon krass. Nee, die ist wirklich so ein Eisfanatiker und das ist super. Und die lebt schön, wenn man dann so einen findet auch. Ja, das so ist lebt. Ja. Die ist also wirklich ein Glücksgriff. Ja. Ja, manchmal kommst du halt so. Ja. Das hat man geschmeckt vorhin. Super. Ja, ja, echt. Gigantisch gutes Eis. Das gebe ich hier so weiter. Ja, aber könnt ihr auch selbst sagen, wenn sie kommt. Genau. Ja, damit könnten wir dann eigentlich jetzt Schluss machen, ne? Ja. Ja, können wir dich nach Hause entlassen? Zu dem Sohn, der schon schläft? Ja, gleich. Genau. Ja, wir sagen immer Stay Kaff am Ende. Das ist unser Slogan. Ja. Kaff für? Chillig, achtsam. Frech, frisch, fröhlich. Frei. Frei. Frei ist bei mir ganz wichtig. Frei. Freiheit. Ja. Deshalb lebt der Matthias hier draußen. Ja. In den Jurten. Finde ich gut. Na dann, also alle mal Koro Drogerie googeln. Ne, und genau, war mir unbekannt. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung nochmal. Achso, das wollte ich aber nur noch fragen. Der Micky Beisenherz von diesem wunderbaren Fußball-MML-Podcast, der für euch gerne Werbung macht, der schwärmt so sehr von der Matcha Bowl. Ja. Was genau muss da rein? Das will ich auch mal. Puh, da fragst du jetzt auch den richtigen. Ihr habt aber auch... Matcha. Und eine Bowl. Ihr habt aber auch so Rezepte auf eurer Seite. Ja, genau. Also es gibt viele verrückte Sachen. Also wenn ich Matcha trinke, dann trinke ich Matcha meistens Matcha Latte oder so. Mhm. Ist eigentlich ganz einfach. Da nimmst du ein bisschen Matcha. Es gibt so spezielle Matcha-Sets quasi. Okay. So Matcha-Besen. Ne? Mhm. Das schäumst du so ein bisschen auf. So eine spezielle Technik. So ein spezieller Holzbesen ist das. Mhm. Genau, dann gießt du das auf, entweder als Tee heiß oder als kalt mit Milch. So. Top. Und so ähnlich wird die Bowl sein, nehme ich mal. Das klingt gut, das werde ich ausprobieren. Sehr schön. Ja. Gut, na dann, einen wunderschönen Sommer euch allen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke, hat mich echt sehr gefreut. Danke euch. Das waren Jurte-Gespräche. Bis zum nächsten Mal.